Jo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal Philo Limits. Ich wollte euch mitteilen, dass ich jetzt mir ein zweites Audiogerät gekauft habe und wir demnächst richtig fancy Dual Vlogs droppen können. Das Wetter wird ja auch jetzt erstmal noch richtig geil bleiben. Alles gut, du kannst auch fahren. Fahr, alles easy. Was ist denn mit dir, Alter? Ich habe keine Hektik. Ich bin noch jung. Ich muss nicht schnell fahren. Na, auf jeden Fall kommt auf jeden Fall demnächst richtig schmackiger Dual-Vlog-Content. Und ich habe ehrlich gesagt richtig Bock drauf, weil das einfach vom Quatschen her entspannter ist als diese Single-Vlog-Sache. Weil entweder muss ich euch was berichten oder ich muss mir irgendwas aus der Nase ziehen, was halbwegs interessant ist und ich bin da nicht sonderlich gut drin. Ja, kratzen, guckt ihr euch die Scheiße an, Alter. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist in den Kommentaren, weil mich jemand gefragt hatte, was wie das mit Wheelies aussieht bei der Maschine. Hier, da seht ihr das Symbol da in der Ecke, das ist Traktionskontrolle. Um richtig entspannt auf jeden Fall Wheelies zu machen, ich weiß nicht, wie das mit der 48 PS Version ist. Muss auf jeden Fall aus sein, weil sonst sagt das Steuergerät, wenn da vorne etwas abgeht mit der Raddrehzahl, wenn das Rad in die Luft geht, sagt das Steuergerät, nein, du gibst kein Gas mehr. Dementsprechend, die Sache ist halt auch, was die Wheelies angeht, kann ich halt absolut keinen Vergleich mehr ziehen zu der Original F900, schon gar nicht zu der 48 PS, weil klar hat die Drehmoment definitiv, ne, gerade mehr als die G310, um mal auf den Kommentar direkt einzugehen, aber erstens hast du ein super anderes Gewicht. Und bei mir war es halt so, bei der Stock 900er damals habe ich ja gar nichts geschissen bekommen. Im ersten Gang ja, aber nach meinem F800 Airfail damals mache ich keine Power Wheelies im ersten Gang mehr. Deswegen habe ich das mit der 900er nicht wirklich probiert. Und jetzt, dann hatte ich schon die kurze Übersetzung direkt reingeklatscht. Damit war alles anders. Da konntest du die halt auch im zweiten Gang Power Wheelen. Habe ich auch eine ganze Zeit lang dann gemacht. Bis ich dann Kupplungswheelies gelernt habe und dann kam ja auch noch das Mapping. Dementsprechend kann ich da leider keinen Bezug auf die Standard- oder gedrosselte F900R nehmen, was die Wheelies angeht. Wenn du die G310 hochkriegst, dann denke ich mal im ersten Gang Kupplung sollte das mit der 48 PS Version auch gehen. Zweiter Gang bin ich schon ehrlich gesagt wieder sehr skeptisch, weil die 900er ist sehr lang und auch von der Geometrie her sehr vorderradlastig. Da ist die G310 wesentlich leichter halt zu ziehen. Das macht es dann halt teilweise auch ein bisschen einfacher. Ein bisschen leichter die halt zu ziehen. Dementsprechend ist das halt so eine Sache mit den Wheelies. Seit dem Mapping und auch gerade seit der kurzen Übersetzung ist das halt was ganz anderes. Also da kannst du die ja auch einfach ohne Probleme. Warum grüßen heute mich Menschen nicht? Guck ich die böse an? Auf jeden Fall. Tut mir halt leid in der Hinsicht, dass ich da keine richtigen Tipps geben kann, wie das ist, ob ich das hinkriegen würde, die zu wheelen. Weil ich habe halt, wie gesagt, nur meine hier upgradete 900er und das ist halt kein Vergleich und kein Verhältnis. Oh Gott. Oh, Alter. Alter. Rastet ja komplett aus. Was ist denn da los, Alter? Danke. Er feiert's. Fühl ich. Digga, Alter, ist der DB-Killer noch drin? Ja, der ist aber ein bisschen schräg, da. Das könnte ein Problem werden, nicht? Also wenn er demnächst floppt, Alter, lache ich mich kaputt. Ja, Leute, da sind wir hier genau an dem Punkt, wovon ich letzte Folge gesprochen habe. Auf dem Parkplatz wurde ich rausgezogen. Hier kamen die mit der Kelle raus und hier habe ich auch den Wheelie gedroppt, aber der Wheelie war wesentlich weiter hinten. Ich habe den Wheelie, glaube ich, der Blitzer stand, ja, irgendwo da bei dem roten, Wagen, da stand der. Oder hier irgendwo da in der Lücke und ich habe halt hier den Wheelie gedroppt und mir kam hier jemand entgegen und hat Lichtdupe gegeben. Und dann bin ich halt runter und dann kamen die auf mich zu und haben mich rausgezogen. Viele von euch sind natürlich noch keine Abonnenten, die meine Videos gucken. Würde mich sehr natürlich über ein Abo freuen. Lasst Likes da, lasst von mir auch Dislikes da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, warum nicht. Dann wäre es noch absolut nice, wenn ihr die Glocke betätigen würdet, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr von meinem
Scheiß, den ich hier fabriziere im Straßenverkehr. Ist das Polizei? Nein, das ist keine Polizei. Okay. Ich kann ja noch auf noch einen Kommentar auf jeden Fall auf eingehen. Den fand ich sehr interessant. Thema durchsichtigen Kupplungsdeckel. Finde ich auf jeden Fall interesting. Werde ich mich mal informieren. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwas sich machen lässt. Fußrastenplatten, Demontage, habe ich schon alles soweit schon vorbereitet. Es ist halt so, dass ihr, wenn ihr die Fußrasten demontieren wollt, auf jeden Fall das Problem habt, dass ihr eine neue Schraube braucht. Und zwar die dicke, die hält die Schwingachse. Die dicke Schraube, weil das ist eine Dehnschraube und dementsprechend, die kriegt einmal 210 Newtonmeter oder, nee, 200 glaube ich, 200 Newtonmeter und danach ist die im Endeffekt nicht mehr zu gebrauchen. Also rate ich auf jeden Fall ab, die nochmal zu verwenden. Die müsst ihr euch dann bei eurem BMW-Händler einmal bestellen. Alle anderen Schrauben gehen, die könnt ihr wieder verwenden. Aber da kommen wir dann natürlich im Winter noch zu. Aber ich wollte auf jeden Fall mal mitteilen, eure Kommentare werden auf jeden Fall gehört und ich habe auch schon viel interessanten Shit gelesen, den ich auf jeden Fall richtig Bock habe, das zu machen und weil ich auch gerne mache, damit ihr das mal sehen könnt. Kupplungsdeckel, wie gesagt, informiere ich mich, hätte ich auch echt Bock drauf, aber da muss man noch mal gucken, ob das so geil aussieht, weil die ist ja total langweilig, die Kupplung, die Standardkupplung. Da muss ja, wie bei Ducati gibt es ja häufig, so einen gefärbten Kupplung. Das sah schon cool aus. Aber nur so Standard Silber ist dann irgendwie ein bisschen lahm. Informiere ich mich auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich entspannten Winterprojekt, sag ich mal. Ich wollte ja sowieso einiges im Winter machen. Ich muss mal gucken, was davon umsetzbar ist und was nicht. Eure How-To-Vorschläge mache ich auf jeden Fall. Sofern die. Sofern sie auf jeden Fall realistisch umsetzbar sind. Und ja, dann sage ich einfach mal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!